Es ist wieder soweit. Schonzeit in Holland ist zu Ende. Das heißt, ab morgen geht's los. Ich bin hier in Lemmer in Friesland auf meinem Boot und kann's kaum erwarten. Aber ab morgen wird angegriffen. Hier in Lemmer ist die Chance auf Zander nicht so gut. Barsch und Hecht geht. Aber mein Zielfisch für morgen, für Ende der Schonzeit, ist natürlich erstmal der Barsch. Und da möchte ich ein paar fangen. Aber bevor es so richtig losgeht mit den Barschen, ist ja heute auch noch ein Tag und ich kann es kaum erwarten. Und deswegen habe ich mir eine Stippe mitgenommen und habe angefangen, ein bisschen zu stippen. Und das relativ erfolgreich mit dem Forellenkönig. Das ist nämlich eigentlich ein Köder, der für Forellen gedacht ist, aber der funktioniert super auch hier auf die ganzen Brassen, die hier sind, auf die Rotaugen, Rotfedern, alles was da ist. Also wer mal irgendwie Köderfische stippen möchte, mit dem Forellenkönig geht es ganz einfach. Was ist der Forellenkönig? Das ist im Grunde eine Schnur, die komplett aus mit Gelatine umhüllt ist. Und diese Gelatine, die ist ganz stark mit Geruchsstoffen behaftet. Jetzt nimmt man sich eine Schere, schneidet von dem Forellenkönig einfach sich ein Stückchen ab, was man so braucht. Für einen kleinen Haken nehme ich hier einfach mal so ein bisschen. Und, das duftet ganz doll nach Erdbeere. Das ist die Erdbeervariante. Und ja, dann nehme ich einfach den Haken. Hier so einen kleinen, ich weiß nicht, was ist das? 14er Haken vielleicht. So, und dann, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ziehe ich das hier einfach über die Hakenspitze auf. Führe das über den Haken ein Stückchen. So. Und dann die Hakenspitze an der Seite raus und das Ganze jetzt bis nach oben auf den Hakenschenkel. Und so hängt das Ganze dann im Wasser. Das Ganze ist ein super Erdbeerduft. Das funktioniert mit dieser Anköderungstaktik ganz hervorragend für Weißfische. Für Forellen nehme ich die Schnur etwas länger und biege die hier so rum, dass die in so einer L-Form ist. Und dann dreht sich das ganz schnell unter Wasser und ist wirklich super fängig auf Forellen. Also ganz einfache Sache, hier so eine lange Schnur. Ihr schneidet euch 2, 3, 4 cm ab, je nachdem wie viel ihr braucht. Und dann kann es losgehen. Ja, und ob das funktioniert, das schauen wir uns jetzt gleich an. Womit werde ich morgen angreifen? Ich habe einen neuen Köder, das ist mein 77er. Das ist ein 77 mm langer Barschköder, der auf Barsche und Forellen funktioniert. Und das Besondere ist, dass der eben auch aus Gelatine ist. Das bedeutet, es ist absolut öko, komplett umweltfreundlich. Und dass die Fäden, die hier eingegossen sind, mit fluoreszierender Farbe gestrichen sind. Das heißt also, das Ganze ist auch noch UV-aktiv. Jetzt kann ich hier hinten den Schwanz, wenn ich das möchte, so ein bisschen auseinanderzubbeln. Und dann habe ich hier so einen ganz buschigen Schwanz, wie man den von so einem Wuli-Bagger kennt. Im Wasser spielt das wirklich ganz, ganz hervorragend. Also das ist ein toller Köder, den man klassischerweise entweder am Dropshot-Rig oder am Cheburashka-Rig, mal sehen, womit ich morgen anfange, machen wird und angeln wird. Und dann geht's los. Ja, und da seid ihr natürlich dabei, wenn es dann morgen losgeht. Aber jetzt gehen wir erstmal zusammen stippen. Hanna. Muss man eben hier filmen. Ich noch mal eben. Was ein Klodeckel und das gefangen auf den Leckerbissen, auf den Forellenköder. Das ist wirklich ja, unfassbar. Aber Erdbeergeschmack, Brassen mögen das natürlich. So, jetzt schnell abmachen und wieder schwimmen lassen. So. Ab geht sie und hier ist das, was vom Forellenköder übrig geblieben ist. Schön UV-mäßig
UV-Köder, das heißt, das Ganze leuchtet auch noch. Es war relativ weit unten, aber ich denke, vielleicht durch das Fluoreszierende hat die Brasse es gesehen und gerochen und geschmeckt und sie hat angebissen. Eigentlich wollte ich ja kleinere Köderfische haben, um Hecht oder sowas damit dann zu fangen oder Zander, aber ist natürlich ein ganz netter Beifang. Und weiter geht's. Ja, das war natürlich jetzt ein geiler Saisonauftakt nach Maas, direkt mit einem Riesenhecht. Ich habe ihn nicht rausgeholt, sondern habe ihn direkt im Wasser released, wie ihr gesehen habt. Und ja, gefangen auf so ein super Mini-Gummi. Das hatte ich jetzt mal drangehängt, weil das super stark UV-aktiv ist. Und ja, guck mal, was der hier mit dem Haken gemacht hat. Also, der Jighead ist wohl hin, aber das war natürlich ein Top-Saisonauftakt für mich mit so einem schönen Hecht. Gibt's doch nicht. Jetzt bin ich irgendwie 20 Meter weiter gegangen und habe hier den nächsten Riesenhecht dran. Diesmal auf einen kleinen Foxchat und auch wieder der Haken aufgebogen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich hier keine Barsche fange. Das scheint hier irgendwie Pikeland zu sein. Ich bin mitten im Hechtgebiet und die ganzen Barsche, Zander und was sonst noch so rumschwimmt, das hat sich alles versteckt. Ja, muss ich wohl mal die Stelle wechseln. Blöden Hechte. So, nachdem der Saisonauftakt heute Morgen ja mit drei Hechten, zwei die habe ich rausgeholt, die habt ihr ja gesehen, und einen, der hat mir leider einen Köder abgebissen, nachdem der Saisonauftakt also völlig in die Hose gegangen ist, versuche ich es gleich mal weiter auf Barsch. Das heißt, ich möchte auch nachher mit verschiedenen Angelmethoden angeln und unter anderem auch mit dem Dropshot-Rig. Das Problem beim Dropshot-Rig ist ja eigentlich, wenn ich mir das gebunden habe an die Schnur und dann irgendwie schnell umsteigen möchte, wieder auf einen normalen Jighead oder vielleicht Chiborashka-Montage, dann muss ich das alles abschneiden, alles wieder neu knoten. Das ist ziemlich umständlich. Und da ist mir im letzten Jahr eine Idee gekommen und das funktioniert eigentlich ganz hervorragend, wie man das ohne großes Umknoten sich schnell so einen Dropshot-Rig basteln kann. Und zwar haben wir hier den ganz normalen Einhänger von meiner Hauptschnur. Das hier ist meine Hauptschnur. Das ist der Einhänger. Hier habe ich ein Stück Vorfachmaterial und da hänge ich einfach den Einhänger rein. So. Und jetzt mache ich in diesen Einhänger ganz einfach, fädel ich da ein, meinen Dropshot-Haken. So, ganz einfach sage ich, ohne Brille ist es nicht ganz einfach. Ja, man wird eben älter. So,
Jetzt ist der Dropshot-Haken hier drin. Jetzt wird das Ganze geschlossen. Und aus die Maus. Fertig ist das. Hier unten an das lange Ende von dem Vorfach, da kommt jetzt ganz normal mein Dropshot-Blei dran. Dafür brauche ich jetzt doch die Brille. Und dann habe ich quasi meine klassische Dropshot-Montage. Nur, dass ich den Haken eben nicht an die Schnur geknotet habe, sondern dass der hier an dem kleinen Karabinerhaken dran ist. Das macht, also meine Erfahrung ist, das macht überhaupt nichts. Vielleicht kann man sogar sagen, der spielt hier sogar ein bisschen besser, ist ein bisschen lockerer als an einem normalen Knoten. Und hier dieser Haken, der Wirbel, was ihr auch immer da habt, das stört die Fische überhaupt nicht. So, und wenn ihr jetzt keine Lust mehr auf Dropshot habt, dann könnt ihr das einfach lösen. Macht hier wieder euren Jighead dran oder Chiburashka oder was auch immer und könnt normal weiter angeln. Also eine ganz einfache, ganz tolle, ganz simple Methode, um wirklich ganz schnell umbauen zu können. Ja, ist ein guter. Ich wollte einen Barsch fangen. Das war mein Saisonstart 2020. Leider voll in die Hose gegangen. 4 Hechte und nur ein einziger Barsch. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß dran gehabt. Dran denken, die Leckerbissen gibt es natürlich im Shop zu kaufen. Der 77er Leckerbissen ist eigentlich wirklich der für den Barsch. Ansonsten der Forellenkönig, das ist diese Schnur für die Forellen. Und ja, schaut einfach mal durch, was da ist. Das Besondere, die Köder sind alle bio. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!